Beeilung! Hm? Ah? Hm? An alle Shinra-feindlich gesinnten Kräfte. Ich gehöre zu Wutais Übergangsregierung. Mein Name ist Glenn Lodbrok. Die Zeit zum Handeln ist gekommen. Erheben wir uns gegen Tyrannei und Willkür. Vor wenigen Tagen wurde die Kanone in Junon abgefeuert. Ein Zeichen, dass es sich bei den Erben des Shinra-Konzerns um einen genauso gewalttätigen Despoten wie seinen Vater handelt. Nicht nur das. Wir haben Informationen, nach denen der Shinra-Konzern seine Mako-Reaktoren nutzt, um lebende Waffen zu entwickeln. Wutai wollte das untersuchen, denn eine solche Ungeheuerlichkeit würde einen klaren Verstoß gegen unser Abkommen darstellen. Und Shinra gewährte ihnen Zugang zum Reaktor. Nur um unsere Leute dann vor Ort kaltblütig zu ermorden. Achtung. Das folgende Bildmaterial ist überaus verstörend. Das nennt Rufus Shinra also Waffenruhe. Freunde, Shinra mag stärkere Waffen als wir besitzen. Jedoch brennt in unseren Herzen die Flamme des Widerstandes. Und zusammen entfachen wir ein Feuer so gewaltig, so lichterloh, so heiß, dass sich auch ihre strahlende, stählerne Stadt unserem Willen beugen wird. Wir stehen am Beginn einer Revolution. Alle Weichen sind gestellt. Und anführen wird uns niemand Geringeres als Gouverneur Saru. Wer ist dieser Saruf eigentlich? Und warum kommt er nicht? Über jemanden mit diesem Namen haben wir derzeit keine Informationen. Dann sucht ihr wohl nicht gründlich genug. Macht gefälligst eure Arbeit. Ma'am. Und wer ist dieser Glenn irgendwas? Glenn Lodbrok. Ex-Soldat. Prototyp. Klasse P0. Vor 15 Jahren entsandte man ihn auf eine Expedition nach Rador. Sie schlug fehl. Daraufhin verließ er die Armee. Ein Deserteur will also unseren guten Namen beschmutzen? Nicht nur er. Nach seinem Austritt reiste er umher und fand weitere Personen, die seine Abneigung gegen Shinra teilten. Ich dachte, wir hätten Avalanche zerstört. Es geht nicht nur um Avalanche. Nach dem Fall der Republik kam es in den einzelnen Regionen zu Konflikten. Die Überlebenden der damals besiegten Armeen scheinen nun eine neue Allianz gebildet zu haben. Oh, das leuchtet natürlich ein! Für Freiheit von der Republik griffen sie zu den Waffen. Aber kaum war der Krieg vorbei, standen wir plötzlich als der neue Machthaber vor ihnen. Wenn man es so sieht, haben wir eine ganze Armee von Feinden. Sieht nicht so aus, als würde er noch auftauchen.
Die Zetra ist auf dem Weg zum Tempel ihres Volkes. Ihr wisst, sie hat derzeit höchste Priorität. Wir müssen das verheißene Land finden, egal wie. Das ist Shinras Mission. Diese Übertragung aus Wutai muss überall zu sehen gewesen sein. Unsere Bürger sind ganz sicher in Aufruhr. Wir sollten uns zu dieser Sache äußern. Ich werde eine Erklärung abgeben. Son, bitte. Sir. Wie kommen wir von hier aus jetzt bitte zum Gold Saucer? Zu Fuß könnte es schwierig werden. Ist nicht nur weit, sondern auch unwegsam. Nicht wahr, Kitschi? Hey, bist du taub oder so? Also... Jemand nach Sid? Kommt schon, sehen wir nach. Dies ist eine Sondermeldung. Cloud, in der Nähe der Schwarzkutten habe ich schwache protosubstanzielle Signale geortet. Wie kann das sein? Ich kann es mir auch nicht erklären. Deswegen... Möchtest du, dass wir es herausfinden? Du bist schnell von Begriff. Die Schwarzkutten legen zwischendurch immer wieder Pausen ein, bewegen sich aber unbeirrt auf ein gewisses Ziel zu. Ihr habt sicher viel zu tun, aber vielleicht könntet ihr der Sache einmal nachgehen. Hat ihr den... Hast du des Shinra-Konzerns eine Erklärung abgegeben? Rufus Shinra bezeichnete die in dem Video aufgestellten Behauptungen als Lüge... und das verwendete Filmmaterial als eindeutig gefälscht. Das Unternehmen untersuche bereits, wer die Urheber des Videos sind und auch, ob die darin erwähnte wutaianische Übergangsregierung wirklich existiert. Ja, ich bin gerade am Überlegen. Dies ist eine Sondermeldung. Als Reaktion... Ich kann überlegen, ob man jetzt sagt, okay, man geht nachgucken, was da jetzt los ist. Oder ob man jetzt sagt, okay, wir machen erstmal den Rest hier. Wie viele Türme sind es noch? Es ist noch ein Funkturm. Wo ist denn der? Das ist, glaube ich, nur der hier, ne? Okay, dann gucken wir uns mal den Funkturm an. Hast du nachgeguckt gehabt, Lichti, oder was? Achso, ich hab keine Ahnung, wie man ihn kriegt. Ich hab keine Ahnung. Steig mal von dem Schokobo runter, solange man nicht brauchen. Also ich muss sagen, das Spiel gönnt einem, wie ich jetzt auch jedes Mal gesagt habe, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, dieses Spiel gönnt einem keine Pause, um irgendwie mal zu trauern, das zu verarbeiten, whatever. Kaum ist was Schlimmes passiert, kommt's nächste. Otsche ist jetzt weg, aber warum? Was sollte das bringen?
Ich raff nicht, was er damit bezwecken wollte. Wollte er uns ebenwürdig sein aus irgendwelchen Gründen? Entschuldigung, wenn ich das sage, aber jetzt gerade ist es echt zum Kotzen. Das jetzt ist gerade so ein Punkt, wo ich sage, ich... Scheiße. Er war nervig, also teilweise ein bisschen nervig, aber er war super. Ich fand ihn klasse. Jetzt ist er weg. Ich wollte gar nicht auf dich drauf, aber gut. Na, jetzt gibt's Stress mit Wutai, als ob die Welt nicht schon genug hier Probleme hätte mit den Weapons. So, ein Andras. Eine seltene Valron-Spezies, trotz ihrer unbändigen Art, verfügt sie über eine hohe Intelligenz. Mit ihrer eigentümlichen Kampfkunst, in die sie kontert und Überraschungsangriffe interagiert, spielt sie mit ihren Gegnern und verspottet sie dadurch. Nutze die elementaren Schwächen von aus, um vielleicht zu machen. Eis, also Barret. Mit deinem blöden Zeug da. Alles reicht. Gerettet zur Gruppe, wir gehen zu Zavirus, ja. Ich kann ihn mittlerweile sehr gut ignorieren. So, dann hätten wir hier unten was und da, aber ich weiß gar nicht, wie man da hinkommen soll. Ah, ich glaube, ich gehe irgendwie. Kann das sein, dass da ein Weg lang führt? Irgendwo hier? Ich habe keine Ahnung. Ah,
Alter, ernsthaft. Das ist nicht ganz so effektiv gerade. Alles klar, Lichti. Ah. Ja, ich hab schon gesehen. Alles gut. Eine fehlt noch, eine Quelle. Irgendwie gucken, wie man da hinkommt. Soll es nichts geben, was Odins Klinge standhalten kann? Sei es feste Materie oder sogar die Struktur
Viereck, Viereck, Dreieck, Dreieck, Kreis, X, Kreis, X. Viereck, Viereck. Naja, fast. Also, Viereck, Viereck, X, X, Kreis, X, Kreis, X. Viereck, Viereck. So. So, dann mal das hier hinter uns. Jetzt wäre hier hinten noch was. Ah, das können wir von hier aus machen. So, kurz markieren. Irgendwo hier muss man hin. Schon nice, ne? So. Okay, doch verlaufen. Ha. Kreis, X, X, Viereck, Viereck, Dreieck, Dreieck, Kreis. Oh Gott. Ach, scheiße. So, Moment. Kreis, X, X, Viereck, Viereck, Dreieck, Dreieck, Kreis.
Mann! Kreis X, X, Viereck, Viereck, Dreieck, Dreieck, Kreis. Ach, Dreieck kommt direkt, ja, okay. Mann. Jetzt. Ich weiß. Versuch dich erstmal im Simulator am Kampf mit der S-Bahn. So, das hätten wir. Jetzt. Wir müssen nur noch die drei Sachen hier machen, dann haben wir das. Scheint ein Ziel zu haben. Folge ihnen und finde heraus, wohin sie laufen. Wenn du direkt hinter siehst, kannst du sie mit etwas anschubsen. Also sollen wir ihnen hinterher trotten? Du hast Chadley doch gehört. Finden wir heraus, wohin sie laufen. Irgendein Ziel müssen sie ja haben. Müde? Klar, bei dem Lauftempo. Renn doch vor und sieh dich um. Aber nicht aufbüchsen. Oh, seit wir aus dem Tal raus sind, alle wie ein Kind. Ach, die läuft uns drüben, nicht zu weit, Schubser, okay. Wartet. Können die eigentlich irgendwas? Versuchen können wir es. Was meinst du? Was geht in deren Köpfen vor? In denen der Schwarzkutten? Keine Ahnung, vielleicht denken sie an die Protosubstanz. Ich bezweifle, dass sie überhaupt wissen, was sie tun. Und vermutlich ist das für sie auch besser so. Stimmt, bei allem, was sie so durchgemacht haben. Sie wirken wie Tiere, die nur noch ihrem Instinkt folgen. Ach, diese verfluchten Shinra-Schweine. Kannst du laut sagen. Was ist das? Eine Testanlage von Shinra. Hier wurde geforscht, wie sich die Förderung von Marco aufs Trinkwasser auswirkt. Und? Die Forscher kamen zu dem Ergebnis, dass keine messbaren Veränderungen festzustellen seien.
Ich habe dieses Wasser von klein auf getrunken. Ob verschmutztes Wasser Verstimmung verursacht? Dann hätten wir hier den lebenden Beweis. Sehr witzig. Ach kommt schon, bewegt euch mal. Wo wollt ihr denn hin? Da rein? Wollt ihr hier rein? Sind sie alle tot. Auf Nummer Schleicher! Dieser einzige Versuchsobjekt ließ sich in Ruinen nieder und nachdem es aus Shinras Labor kam, in der Natur verwilderte. Es hegt einen tiefen Groll gegen die Menschen und greift sie knurrend an. Ich weiß es nicht. Nicht übertreiben. Triffst du von dort besser? Warte, ich übernehme. Eins. Schwarzkutten. Sie haben sich zu einer großen Gruppe zusammengeschlossen. Bitte heftet euch an ihre Fersen. Am Flugplatz. Weil wenn wir gerade hier sind. Guck mal. Sie kommen uns nach. Wegen der Protosubstanz, oder? Sollen Sie ruhig. Gehen jetzt mal kurz der Eule hier folgen. Ach da. Na komm her. Oh. Oh.
Er scheint sich schon mehrere der Schwarzkutten geschnappt zu haben. Du musst ihn aufspüren und unschädlich machen. Von da komme ich doch gerade. Warum? Schick. Mann. Wir machen jetzt mal ganz kurz da, weil da ist ein Kampf da oben. Oder unten, oben. Denn da oben, genau. Doch, nee, Moment. Mal da zurück. Du, Yuffie, du meintest doch, die Truppen aus Wutai hätten absichtlich verloren. Aber warum sollten sie das tun? Bestimmt, um der ganzen Welt zu zeigen, was Shinra für ein mieser, brutaler Scheißverein ist. Dieser Zwischenfall wird die Welt wachrütteln. Sie haben sich geopfert, um alle Gegner Shinras zu vereinen. Ja, genau so muss es sein. Verstehe. Das leuchtet irgendwie ein. Und sag mal, kennst du eigentlich euren Gouverneur Saru? Aber klar doch. Getroffen habe ich ihn allerdings noch nie. Die meisten von uns wissen ja nicht einmal, wie er aussieht. Schließlich hat Shinra es auf ihn abgesehen. Also versteckt er sich. So, Carnifex. Eine seltene Spezies von. Die aus Nahrungsmangel zum Kannibalen wurde. Diese Insekten sind extrem aggressiv und greift alles an, was sich ihm nähert. Eis, nutze die elementaren Spenden. Okay, Barrett. So, Gegenstände. Güter. Das haben wir auch geschafft. Die Kampfaufträge für die Nibelregion sind hiermit abgeschlossen. Sicherlich auch nach meiner guten Führung. Jawohl, eher nicht. Du meldest dich eindeutig zu oft zu Wort. Ich werde deine Sprechfrequenz rekalibrieren müssen. Hast du das gehört, Cloud? Das ist ein Eingriff in die Redefreiheit. Natürlich. Auch dieses Mal ist es mir übrigens gelungen, eine neue Kampfsimulation zu erstellen. Sie kann sich wirklich sehen lassen. Also schau sie dir unbedingt an. Also so, das haben wir gepackt. Jetzt müssten wir eigentlich hier kurz hin. Das habe ich jetzt gerade überhaupt nicht im Kopf gehabt, dass wir da nochmal hin müssten. Ich weiß, was es ist.
gerade sagen, es ist abgeschlossen. Bitte sammle meine kleinen Racker ein, Kupo. Noch bunter, nun gibt es sogar eine Zeitbegrenzung. Schaffst du in 4 Minuten. Los. Was? Nein! Mann, du kleine Ratte! Nein, jetzt... Nein! Laut! Nein! Ach Mann! War ich gerade ein bisschen zu. Oh, wenn er wenigstens mal hier drüber hüpfen würde. Über jeden Scheiß kann er drüber springen. Mann, du kleine Ratte, jetzt geh da rein. So. Eins am Mutterfeld da. Alter. Vielen Dank, Kupo!
wähle ich die? Danke, dass du meine Kinder eingesammelt hast, Kupo. Der erste Mokri-Laden wurde von Mok und Muck gegründet. Später eröffneten ihre 7 Kinder weltweit noch weitere Läden, Kupo. Kupo! Was habe ich bei meinen Kindern nur falsch gemacht, Kupo? Gar nichts. Kupo! Einkaufen bei uns macht glücklich, Kupo! So, das haben wir. Jetzt müssen wir nur noch mal dahin und darüber. Hier kommen wir nicht rüber. Ist das überhaupt richtig? Bin ich denn bescheuert? Ich habe darauf keine Antwort. So, mein Freund. Clown, wir sind im Habitat des Königs Montisaurus angekommen. Es handelt sich um einen ernstzunehmenden Gegner. Hier ist größte Vorsicht geboten. Nur über... Oh, weia. Kann ich mal die Klappe halten? König Montisaurus, ein Montisaurus, klar. Ein Vogelwesen mit blutroten Federn, das den Himmel über der Nibelregion beherrscht. Es ist ein ausgezeichneter Jäger und stürzt sich mit einem markerschütternden Schrei auf seine Beute. Also Blitz. Gesang. Aua. Kann ich mal die Klappe halten? Geht mal auf den Keks, die Alte.
Was? Oh, Scheiße. So, Cloud kann Limit einsetzen. Das tut weh. Da geht noch was. Scheiße. Alter, was? Warte mal, halt. Bevor wir hier irgendwas machen. So. Kann man das überspringen? Von mir aus? Dann übernimm. Übernimm du! Wurde schon angedeutet. Mann, du kannst doch mal gehen. Jetzt mach doch mal. Nichts überstürzt. Roger, ich übernehme. Damit! Oh, war's knapp.
mal kurz eine Pause. So, ist jetzt nicht viel, aber immer besser als gar nichts. Cloud kann Limit einsetzen. Limit. Mann, das geht mir auf den Sack. Alter, willst du mich verarschen? Alter, was? Meine Herren. Ich kann überlegen, wie ich das mache. Ja, dann hau rein, nicht die. Sie hat das ja. So, wir probieren es noch mal. Linker Flügel, Eris, rechter Flügel, Cloud, kann noch nicht. Ich will das nicht.
Na komm! Nein! Ah, Magie! Na, endlich! Scheiß Vieh. Danke, Lichti, für den Tipp.